So, Dele, hallo, hallöchen und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Borderlands 3 ist mal wieder am Start mit der Kill-Serie und heute geht es um den Schwergewichts-Harker. Und wo der zu finden ist, zeige ich euch jetzt gerade im Hintergrund. Wir müssen quasi hier das Plakat aktivieren, die Nebenmission annehmen und dann melden sich Salvatore und Axton seit langem mal wieder zurück. Die schalten quasi den Planeten frei. Dann gehen wir hier auf die Weltkarte. Die reden quasi ein bisschen im Hintergrund und wir reisen flott und fleißig zu der neuen Map. Die ist hier auf Pandora zu finden und quasi ganz unten gibt es eine neue Karte. Hier haben wir sie. Sturmblindkomplex. Da reisen wir flott und fleißig hin und da ist auch der Schwergewichtsharker zu finden. Stormblind Komplex. So, wir sind hier im Chaos-Modus 10 unterwegs. Salvatore und Axton reden jetzt quasi ein bisschen im Hintergrund, was hier in dem Komplex passiert. Wir müssen den Komplex auch aktivieren, der ist jetzt komplett noch offline. Wir müssen quasi ein paar Generatoren in Schwung bringen, dass der Komplex online geht. Was habt ihr mit meiner Ausrüstung gemacht? Und der Komplex ist relativ schwierig, solo unter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt mal hier auf Chaos-Modus 10 probiert. Hat auch ja, beim dritten Anlauf funktioniert. Bin ein paar Mal gestorben unten. Klar, wenn man unten stirbt, dann war es das. Ganz klar, dann landet man wieder hier. Und ja, was gibt es zu dem Komplex zu sagen? Ihr landet da unten quasi in dem Komplex. Komplett nackt. Ihr habt keine Waffen, keine Schilde, keine Granatenmods, ihr habt gar nichts. Ihr müsst quasi möglichst schnell schauen, dass ihr an Waffen da unten ranbekommt, rankommt und dementsprechend Gegner töten, dass ihr quasi an bessere Waffen rankommt. Es gibt unten verschiedene Lootstationen, wo ihr hinsprinten könnt. Ist aber auch relativ schwierig, weil ihr halt mit den Waffen relativ begrenzt seid. Beziehungsweise Kackwaffen habt, um die Horden von Gegnermassen dementsprechend unten bei den Lootkisten zu eliminieren, sage ich jetzt mal. Relativ schwierig. So. Der zweite Generator, nee, das ist der dritte Generator. Und dann müsste der Komplex hier, wir fahren quasi so Schilder runter. Und dann müsste der Komplex online sein. Wie gesagt, Salvatore und Axton reden ein bisschen im Hintergrund darüber, was unten passiert. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie, ja, wie Fortnite. Ihr landet quasi unten, habt gar nichts. Ist in Fortnite genau das gleiche so. Dann habt ihr quasi ein Sturmschild. Und das Sturmschild wird quasi mit der Zeit immer kleiner. Und außerhalb vom Sturmschild tut man sterben, ganz klar, wie bei Fortnite auch. Und ihr müsst, wie gesagt, unten schauen, dass ihr möglichst schnell an Waffen rankommt und die schlechten Waffen quasi gegen gute eintauscht. So, hier läuft jetzt eine Zeit ab und dann geht er in das Portal rein. Da öffnet sich gleich ein Portal, ein Plünderer-Portal, da gehen wir rein. Und dann landet ihr quasi unten komplett nackig. In dem Komplex hier. Wie gesagt, schaut, dass ihr möglichst schnell an Waffen rankommt. Das ist jetzt nur eine Munitionskiste und hier ist zufällig eine Waffenkiste. Das ist nicht immer der Fall. Wo man landet, das ist nicht immer der Fall, dass gleich eine Waffenkiste hier ist. Aber in dem Fall jetzt schon. Wie gesagt, versucht mit den billigsten Waffen das Beste rauszuholen. Das sind ein paar Gegner. Die sind auch relativ... Kann man gut töten, sage ich jetzt mal. Und die lassen halt dementsprechend grüne, lila, blaue Waffen fallen und die tut ihr dann dementsprechend austauschen. Hier sind die Lootstationen, wo ich gerade am Anfang erzählt habe. Und hier in der Mitte ist quasi der Schwergewichtsharker. Da geht er bitte nicht hin, da geht er nur hin, wenn ihr denkt, jawohl, ich bin gut ausgestattet. Ich habe sehr viele lila Waffen oder blaue Waffen dabei, wo mir gefallen und ich schaffe den da unten. Dann geht er von mir aus hin. Aber wie gesagt, ihr seid zeitlich begrenzt. Ihr habt wie so ein Sturmschild außenrum, wo mit der Zeit quasi immer kleiner wird. Und mit neuer Stärke müsst ihr hier sehr viel
rechnen, einplanen, wie auch immer. Hier, auf das haben wir uns abgesehen. Legendäre Waffen. Ich zeige zum Schluss, ganz zum Schluss, welche legendäre Waffen hier es in dem Komplex gibt. Da könnt ihr so ein bisschen euch drauf einstellen. Und das ist eigentlich das ganze Konzept hier dahinter. Töten, möglichst das beste Loot rausholen und tötet auch wirklich billige Gegner. Hier sind billige Skeks oder was es sind. Die lassen auch legendäre Waffen fallen. Ich töte jetzt da ein paar. Und der letzte Skek, ich weiß nicht, ob es ein Badass war, hat dementsprechend eine legendäre Pistole getroppt. Da sieht man es jetzt gleich, der war es noch nicht, aber der hier. Ist ein Badass, ist kein Badass. Nee, nee, ist ganz normaler Arschloch-Skek. So, eine legendäre Pistole. Die Pistolen oder beziehungsweise die legendäre Gegenstände kann man nicht einsetzen. Nicht während der, während dem Komplex da unten. Da seht ihr es auch, rote Schrift da oben. Wie gesagt, die Waffen kann man nicht verwenden. Die kann man ganz zum Schluss. Oder auch mal mittendrin, wenn man so eine Lootstation findet quasi. So eine, ihr könnt die Waffen da quasi reintun und exfiltrieren oder wie auch immer das Gedöns heißt. Das heißt quasi, ihr tut die legendäre Waffen da rein und die landen bei euch quasi auf der Bank in Sanctuary. Die sind quasi gesaved. Da ist der Gegner zu finden. Ich bin jetzt relativ schon am Schluss. Wie gesagt, ich habe das alles für euch ein bisschen zusammengeschnitten. Ich habe am Anfang gedacht, Highland, zack, wie kommt man zu dem dackeligen Gegner da unten hin? Ist das so ein Übergangspunkt von da nach unten oder so? Ich habe ums Verrecken nicht gewusst, wie ich zu dem Idiotenbengel, zu dem Schwergewichtshaker da unten runterkomme. Weil ich war relativ gut ausgestattet für meine Verhältnisse. Und hier ist das Sturmschild, das wird immer kleiner. Am Anfang habe ich gedacht, okay, wenn das Sturmschild kleiner wird, dann wird der Schwergewichtshaker irgendwann auftauchen, aber es ist nicht so. Der wartet wirklich unten auf euch. Ihr müsst möglichst schauen, dass ihr nicht im Sturmschild stirbt. Sterben tut. So, dann habe ich mir gedacht, okay, ich laufe jetzt einfach mal vor mich hin. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich zu dem Schwergewichtshaker, wie ich zu dem Boss hinkomme. Habe ich immer noch gerätselt, hin und her, keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt laufen wir einfach mal da nuff und schauen mal. Vielleicht kommen wir oben links über den Hügel drüber. Irgendwie so runter oder so, aber irgendwie war hier alles zu. Dann habe ich hier den Schacht gesehen. Und da geht es auch wirklich zum Haker runter. Ich bin kurz, ganz kurz zu Tode verschrocken, habe ich gedacht, scheiße. Da ist er. Habe ich echt gedacht. Bin echt kurz zusammengezogen und denke, scheiße, jetzt muss man uns Mühe geben, jetzt muss man den dementsprechend erledigen. Es dauert ein bisschen, ich habe jetzt keine Ahnung, 10 Minuten für den Brauch, weil die Waffen, wo ich gedacht habe, die sind wirklich geil, waren doch nicht so geil. Ich lasse es gerade alles ein bisschen im Schnelldurchgang laufen. Der hat quasi ein Schild quasi und wenn das Schild weg ist, dann läuft er so frei rum und wenn der blaue, der gelbe Lebensbalken, wenn der unten ist, dann läuft er quasi selber rum. Dann ist sein Schild kaputt, sein Tier kaputt und dann läuft er quasi noch frei rum und schießt auf euch. Ich habe hier neue Stärke, ich glaube 10-mal oder so bin ich hier, habe ich dementsprechend neue Stärke hier anwenden müssen. Bitte lasst die kleine, billige Gegner leben. Tötet die nicht gleich. Konzentriert euch auf den Schwergewichtshaker. Die kleine, billige Gegner, die sind Gold wert, wenn ihr neue Stärke braucht. Da haben wir jetzt gleich. Gleich haben wir. Und der lässt auch sogar einen legendären Gegenstand fallen. Wenn man Treffer tut, ganz klar, wenn der Skill gut ist, guck hier, zack. Ich habe quasi neue Stärke von ihm bekommen. Schwierig, aber hat funktioniert. So, da auch ein legendärer Gegenstand. Der scheiß Hund hat genervt. Quatsch, das war er. Und wie gesagt, die legendären Gegenstände kann man jetzt gleich
exfiltrieren oder wie auch immer die Gedöns-Scheiße heißt. So, ich habe glaube in dem Run 3 legendäre Gegenstände erhalten. Und die kann man gleich da hinten in so eine Art Mini-Tresor reinpacken. Das könnt ihr auch auf der Map irgendwo auch machen. Es gibt nochmal so einen Punkt, wo ihr das auch machen könnt. Wo ihr quasi eure legendäre Waffen sichern, also zwischensichern könnt. Da habt ihr Plätze frei. Da tut ihr legendäre Waffen dementsprechend rein. Oder halt andere Waffen, je nachdem, wie ihr wollt. Könnt ihr alle möglichen Waffen reinmachen, wo euch gefallen. Aber ich habe gedacht, okay, die drei ist okay. Und die landen quasi direkt in der Bank. In Sanctuary. Da habe ich es kurz lesen müssen, dass die Waffen vor allem mal futsch sind. Habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt bestätige, sind die Waffen jetzt weg oder sind sie gesichert? Aber ja, die sind wirklich in Sanctuary in der Bank. Und quasi, wenn eure Bank voll ist und ihr schmeißt das quasi da rein, dann fliegen andere Waffen raus und es steht da quasi. So, jetzt sind sie quasi gesichert. Meine Bank, hier rechts seht ihr es, ist mit 300 Waffen voll. Was heißt voll? Ich habe nur 200 Platz, aber ja, alles gut. Immer mit Ruhe. So, und dann einfach, dann sind wir hier in dem Komplex hier fertig. Dann könnt ihr nach Sanctuary reisen und euch dementsprechend eure gesicherten Waffen entgegennehmen. So, jetzt zum Schluss zeige ich euch nochmal die ganzen legendären Waffen, wo es hier auf dem Komplex hier gibt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Weiterzuschauen. Like-Button natürlich immer penetrieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne kostenlos, versteht sich, ein Abo dalassen. In diesem Sinne, haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.